Liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, willkommen in der renovierten Lutherkirche. Heute, just zur Stunde, in der Sie das erste Mal sehen, stellen wir Sie wieder in Dienst. Wir staunen, danken, freuen uns, sind auch erleichtert. Die Arbeit ist zu Ende, Feiern ist angesagt. Mit Architekten und Handwerkern, mit den Menschen, die uns unterstützt haben im Gebet, mit guten Gedanken, mit Rückfragen, mit Spenden. Mit Ihnen, denen unsere Kirche wichtig ist. Mit Ihnen, die Sie entscheidende Augenblicke Ihrer Leben hier erlebt, erlitten haben. Mit Ihnen, die in unserer Gemeinde Ihren Glauben leben, mit den Mitarbeitenden im Ehrenamt, im Hauptamt, mit Freundinnen und Freunden. Mit Ihnen, die einfach gerne an so einem besonderen Tag nah dabei sein möchten. Mit Ihnen allen feiern wir heute. Können uns kaum satt sehen, spüren der Veränderung nach. Lassen das Neue auf uns wirken. Bilder, Sound, Akustik, Atmosphäre, Gerüche. Genießen, sagen Danke. Und vielleicht bleibt doch die ein oder andere Frage. Es ist geschafft, Gott sei Dank. Heute der Tag der Vollendung, Einzug. Ich schließe die Bauarbeiten ab. Ich ziehe ein. Und ein paar Restarbeiten, die kommen nach. Logo. Wir können uns freuen und unsere Freude in ganz alte Worte packen. Im Psalm 26 lesen wir: Adonai, Herr, mein Gott, ich liebe dein Haus, den Ort, an dem deine Würde wohnt. Wir haben eine Kirche renoviert, ein Haus Gottes erneuert. Es nicht nur einfach entstaubt, sondern wie viele Menschen vor uns auf den Stand der Zeit gebracht. Mit der Brille von heute, mit den Mitteln von heute, mit unseren Grenzen und unseren Möglichkeiten, mit unserem Verständnis von Materialien und unseren Erkenntnissen, was für ein solch ehrwürdiges Bauwerk gut sein könnte, auch an technischen Notwendigkeiten. Das taten sie vor uns, das werden sie nach uns tun, wir Glied einer Kette. Wir haben eine Kirche, unsere Kirche, ein Haus Gottes renoviert. Und es ist uns bewusst, dass wir das in einer Zeit tun, in der weniger Menschen sich zu den Kirchen zählen wollen. In einer Zeit, in der ganz viele Formen Glauben zu leben gelebt werden, in der neben den Volkskirchen immer neue Gemeinden entstehen. Ja, das wissen wir. Und dennoch, nicht nur, dass unsere Lutherkirche Ruhestätte Landgraf Ludwigs des IX. Ist, er hat unsere Stadt gegründet, er ließ diese Kirche bauen. Unsere Kirche ist ein Ort, an dem Gottes Würde wohnt. Wir glauben, dass Gott hier nahe ist. Wir trauen darauf, dass Menschen das spüren, dann, wenn sie in diesen Ort kommen, wenn sie in diese Kirche hineingehen. Und sie kommen. Sie suchen Gottes Nähe, Stille, einen Platz, zur Ruhe zu kommen, ins Gebet, Gedanken spazieren gehen lassen können, auch mal das Kopfkarussell anschalten, eine Kerze anzünden, ein Gebetsanliegen in die Sorgenstele legen. Dazu laden wir ein, jeden Tag, offene Kirche von 11 bis 1. Mit Ansprechpersonen, unseren Kirchenhüterinnen und Kirchenhütern. Menschen, die diesen Ort lieben,
an dem Gottes Würde, seine Nähe, seine Liebe spürbar ist. Ja, Menschen kommen auch zu den verschiedenen Gottesdiensten. Und sie kommen, um wichtige Augenblicke ihrer Leben hier zu feiern. Taufe und Konfirmation, Trauung, Trauer, Versöhnung, Vergebung und Neuanfang, Abendmahl oder ganz einfach das Geschenk des Lebens an sich. Das kann ich hier an dem Ort, an dem wir Gott ganz nahe glauben, intensiver erleben. Für mich selbst, zusammen mit anderen Menschen, mit Geschwistern im Glauben. In der Gemeinde Christi hier vor Ort, in dieser Kirche. Dazu laden wir Sie ein, heute, morgen, alle Tage, in das Haus, in dem wir Gott ganz nahe glauben, auch in unsere Lutherkirche. Seien Sie doch einfach mal neugierig. Genau das wünsche ich Ihnen. Amen.